Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Little Hopes. Ein bis jetzt echt spannendes Horror-Game. Ich bin mega gespannt, wie es heute weitergeht. Deswegen würde ich sagen, macht euch Kopfhörer ins Ohr, ich rede gar nicht so viel. Und bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Falls ihr euch noch erinnern könnt, bei der letzten Episode haben wir ja, festgestellt, dass wir nun nach diesem Busunglück an einem Ort gefangen sind, da alles voll mit Nebel ist. Und immer wenn man durch den Nebel läuft, kommt man irgendwie wieder an dieselbe Stelle zurück. Egal, in welche Richtung man läuft. Und nun haben wir diese Bar gefunden und sind jetzt mitten im Gespräch mit diesem Typ, der an der Bar sitzt. Machen wir weiter. Du solltest jetzt nichts trinken. Das ist keine gute Idee. Das geht schon. Ich hab sonst nichts mehr. Auf Besuch hier? Little Hope ist nicht mehr, was es mal war. Fragen wir mal, was ist passiert? Was ist hier los? Der Ort sieht total verlassen aus. Little Hope wirkt fast wie eine Geisterstadt. Oh ja, ich habe heute auch. Und der Nebel? Alles ändert sich. Auch wenn wir uns nicht ändern. Gibt's hier ein Telefon oder warum sind Sie noch hier? Warum sind Sie noch hier? Wahrscheinlich sagt er uns dann, weil er nicht wegkommt. Warum sind Sie noch hier? Ja, wenn dieser Ort so ausgestorben ist. Was tun Sie dann hier? Ich komme und gehe. Wie es halt so ist. Jedenfalls kann ich nichts tun. Was hat er für ein Problem? Er ist irgendwie seltsam. Der macht nichts, hat bloß zu viel Intus. Sehen wir uns um. Ach, irgendwas gibt's hier bestimmt, das uns hilft. Hausdurchsuchung. Ah. Lebt in seiner eigenen Welt. Eine alte Dartscheibe. Ich war früher mal ziemlich gut. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Ich sehe mich so lange mal um. Eine alte Dartscheibe. Wie er es gesagt hat. Na und? Wenigstens such ich einen Ausweg. Was machst Nur du? Eine Runde? Dann überlegen wir, wie wir hier wegkommen. Versuch ein Doppel, oder? Bin kein Anfänger, Daniel. Zeig. Hallo, Double 20. Hier rein, oder? So. Zack. Okay. Etwas hast du ja drauf. Ich kann's noch. Ja, du kannst es noch, Bruder. Jetzt Triple 20. Triple 20. Ja, aber ganz klar hier. Triple 20. Ey, fast schon olympiareif nach so einem Abend. Darts ist kein olympischer Sport. Diese miese Aussage von ihm. Dart ist kein olympischer Sport. Das war ein echt guter Wurf. Du warst besser als Taylor. Also gut, kommen wir wieder zur Sache. Kommen wir zur Sache. Okay, wir müssen hier ein bisschen rumlaufen. Sprich mit Vince, du suche die Bar. Wissen Sie sonst etwas über Little Hope? Der Alk schafft mich. Alles okay? Alles okay? Wohl etwas zu viel erwischt. Ging uns beiden schon besser. Also ich hätte gesagt, helfen Sie uns? Fragezeichen, weil was bringt uns das, wenn wir ihm sagen, er soll nicht so viel trinken, sucht ihn noch nicht. Helfen Sie uns oder nicht? Wir wüssten jede Hilfe wirklich sehr zu schätzen. Da gibt's nichts zu helfen. Was soll denn das? Okay. Es gibt anscheinend nichts zu helfen. Was haben wir hier? Halt, untersuchen. Eine Telefonzelle. Ja, das ist natürlich top. Hallo.
Mist! Ist nicht. Gar immerhin wissen wir, dass es hier jetzt ein Telefon gibt. Können wir irgendwas an der Bar noch machen? Das hieß ja, wir sollen die Bar... Okay, in die Richtung geht's nicht. Da sitzen die anderen beiden. Hi. Na? Die anderen drei. Es tut mir leid, ich habe euch kurz vergessen. Ich habe kurz vergessen, dass ihr zu dritt seid. Was gibt's da vorne? Aufnehmen. Mein Freund, die ist falsch rum, die Zeitung. Oh. Hm. Huch. Da war mal was, ich erinnere mich. Okay. Fabrikschließung und so. Hm. Datiert. 12. Oktober 1979. Versammlung stimmt für Ausgliederung. Neue Runde der Zwangsvollstreckung für die Stadt zu Ende. Im Rathaus von Little Hope haben sich am Montag die letzten Bewohner der Stadt mit der Notfallmanagerin Kathy Flint getroffen, um für eine Ausgliederung zu stimmen. Aufgrund der Massenabwanderung nach der Schließung der Ravenden Textilfabrik wird die Stadt nur noch von wenigen Menschen bewohnt und ihre Kassen sind leer. Flint wurde zur Notfallmanagerin ernannt, um die öffentlichen Dienstleistungen für die verbliebenen Einwohner zu verwalten. Aber die jüngste Runde der Zwangsvollstreckung bedeutet, dass die letzten Bewohner der Stadt zusammenpacken und weiterziehen wollen. Was Little Hope praktisch, es ist so dumm, dass ich die Kamera jedes Mal dahin stelle, menschenleer zurücklassen wird. Da wir keine Steuergelder einnehmen, bleibt uns nur noch Ausgliederung, meinte Flint. So traurig, diese Menschen mussten miterleben, wie die Stadt um sie herum verschwand. Versuche. Mann, könnt ihr das Ding nicht nach links stellen? Ich muss die Cam echt mal woanders hinstellen. Ich mach das echt doof. Egal, es hat ja funktioniert. Wir haben es gelesen. Okay. Was gibt's hier noch? Da vorne ist irgendwas. Ich sehe das. Untersuchen wir mal das hier. Aufsammeln. 6. Juni 1917. Das glaube ich nicht. Ui. Die sehen uns so ähnlich. What? Okay. Zeig mir das Bild nochmal. Wie kann das sein? Okay, das ist... Okay, gut. Merkwürdig. Das sind einfach dieselben Leute, die wir gerade spielen. Ah, hier kommen wir raus. Können wir noch ganz kurz hier schauen? Weil hier ist doch noch was. Das... Achso, oh, nee, sorry. Nicht die Zeitung. Nein, nein, nein. Die haben wir schon gesehen. Weg da. Ich will das da untersuchen. Das hier. Was ist das? Ah. Wirklich interessante Geschichte. Interessieren sich Ihre Kinder für Astrologie, Ouija oder Geister? Reverend Carson wird Eltern beraten, worauf sie achten müssen und wie diese Dinge als Pfad zur linken Hand der Linkens und Satanismus führen können. Rathaus Little Hope, Dienstag, 16. Juni 1970. Aha. Okay. Ouija-Sitzungen würde ich jetzt nicht unbedingt meinem Kind vorstellen wollen. Aber gut, lass es mal so sein. Gehen wir mal nach draußen. Hey, hier lang. Verschwinden wir und... Was denn jetzt? Hört ihr das? Ja, Glocke. Da war definitiv etwas. Ja. Haben Sie das auch gehört? Los. Was immer es war, kam von draußen. Ist es wirklich klug, wieder rauszugehen? Hier erfahren wir nichts. Wir müssen weiter. Viel Glück. Hoffe, die Suche führt zum Ziel. Danke. Black Cat Bar. Da kommen wir. Es kommt aus der Stadt. Hat uns der Alte eben ausgesperrt? Der war vielleicht seltsam. Der hatte sicher ein Rad ab. Was bringt einen dazu, in Gruselhausen aufzutanken? Was meinst du? Okay, wir spielen jetzt Andrew. Hi, Andrew.
Wie fühlst du dich heute? Na? Okay, Andrew. Geh weiter in Richtung Stadt. Ja, ist klar. Wollen wir das mal machen? Oh, ist schon creepy. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ach, wir sieht kriegen schon gut das aus. Hin. Wie dieser Nebel auftaucht. Das ist nicht normal. Ist echt starke Grafik. Ansehen, was ist das? Yo, das gibt mir so Blair Witch Vibes. Was zum Teufel? Ist die Hexe von Blair da? Was zur Hölle soll das sein? Das wurde doch extra gemacht. Eine Warnung vielleicht. Oder vielleicht ist das was Religiöses. Was es auch ist, es macht mir echt Angst. Ich weiß nicht. Ich bin neugierig. Ich hab genug gehört, danke. Wer war da hinten? Bist du abergläubisch? Habe ich dich erschreckt? Komm, forschend. Bist du abergläubisch? Ich hab nie an sowas geglaubt. Das trifft auf dich wohl nicht zu. Selbstbewusst. Menschen glauben an sowas oder unsicher? Ich bin nicht abergläubisch, aber... Ja. Ich bin nicht abergläubisch, aber... Was dieser Nebel mit uns macht... Gehen wir zu den anderen. Ich will dieses ekelhafte Ding nicht mehr sehen. Na gut. Eigenschaften aktualisiert. Ah, guck mal, hier sehen wir auch immer den Verlauf. Okay, das ist auch cool. Geheimnisse. Eine alte Broschüre aus dem Jahr 1970 lädt zu einem Gespräch mit Reverend Carson über das... Okay, ja gut, das haben wir ja schon gesehen. Was haben wir hier? Das Bild, ja, das ist wirklich sehr merkwürdig. Aha. Okay. Hier haben wir nichts Neues aktuell. Bilder, okay, ist gesperrt. Alles klar. Also es sieht schon sehr gut aus, das Spiel, muss man schon sagen. Wo sind denn die anderen? Sind die schon alle im Nebel? Ah, da, oder? Irgendwo bleibt davon. Ihr bitte nicht so weit zurück. Ja, okay. Alles gut, wir kommen. Geile Kameraperspektive jedes Mal, gell? Ich sag's immer wieder. Das ist sau cool. Was war das? Ich finde es sau cool gemacht. Wollte ich sagen. Da vorne ist Licht. Da oben. Das ist ein Child schon wieder. Hey, kommst du mal her? Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Ich kann niemanden sehen. Du glaubst mir nicht? Oder ich habe echt jemanden gesehen. Ich habe jemanden gesehen. Ganz sicher. Sorry, ich glaub's nicht. Niemand würde um diese unchristliche Zeit noch draußen sein. Gut, glaub mir halt nicht. Gut. Glaub mir halt nicht. Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Yo, was war das? Angela, du hast es auch gehört. Was war das? Himmel, was ist das? Ja, jetzt hast du selber gemerkt. Okay, das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel, Taylor? Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Was war das? Können wir da eigentlich reinlaufen? Ja, okay. Okay. Finde die anderen. Ja, dann machen wir das mal. Das sah auf jeden Fall weird aus, was auch immer das war. Hey, wartet auf uns! Was war das? Okay, creepy. Hey. Schau dir das an.
Das ist creepy. Himmel, was ist das? Weiß ich nicht. Eine Voodoo-Puppe. Okay. Oh, die Physics ist auch so gut gemacht, wie man das hier so drehen kann. Das ist auf jeden Fall eine Voodoo-Puppe, das ist klar. Da ist das Kind wieder. Loslassen! Junge. Wie heißt ihr, mein Herr? Wer bist du? Wer bist du? Wie heißt ihr, gnädige Frau? Angela. Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Spielt mit! Komm, spielt mit mir! Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan. Halt den Mund! Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Amy, komm hierher! Hier seid ihr. Da ist noch jemand. Yo. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Die sind in eine alte Zeit gerade gerutscht. Ich hab sie auch gesehen. Geht es euch gut? Hast du das nicht gesehen? Etwas stimmt hier nicht. Etwas stimmt hier nicht. Was immer hier passiert ist, es ist vorbei. Du hast keine Ahnung. Du hast es nicht gesehen. Ich verstehe nicht. Was ist hier genau passiert? Da war ein kleines Mädchen, oder weiß nicht genau. Da war ein kleines Mädchen. Dieses Mädchen kam aus dem Nebel. Sprach mit uns. Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja? Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Andere Zeit? Ich höre nichts mehr. Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir da nur reingeraten? Das Kind, Mary. Oh. Wollte sie euch wehtun? Sie wollte nichts Böses. Nein. Ich glaube nicht, dass sie das wollte. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Also die Antwort gerade war anscheinend eine wichtige Entscheidung. Für was auch immer. Ja, es ist aufgebaut wie Quarry. Oder halt Until Dawn, aber ist ja auch von den Machern. Und das ist halt das, was ich so geil finde. Ich mag diese Art von Horror-Games übel. Ich mag das mega mit diesen Entscheidungen treffen. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Okay, wir spielen Angela. Du hast recht. Ja, sie kam definitiv aus einer anderen Zeit. Safe. Gruseliges Haus. Beste Idee, einfach mal dahin zu gehen, oder? Gehen wir mal zur Haustür. Wobei, da ist links noch irgendwas. Was ist das hier? Aufsammeln. Hä? Oh nein, ich hab's aus Versehen weggedrückt. Sorry, nochmal. Schnappen wir. Und drehen wir. Ui. Von dir entdeckte Bilder kannst du im Bereich Sammlungen und Charaktere erneut ansehen. Wir haben den Busfahrer gesehen und er hatte eine Knarre am Kopf. Das war 100% der Busfahrer mit einer Knarre am Kopf. Okay. Das ist so ein bisschen wie bei The Quarry. Diese Karten, die man da immer finden konnte. Hier sind es halt in dem Fall jetzt Bilder. Bei The Quarry waren es ja so Spielekarten. Hörst du das? Ja. Was war das?
Ich weiß es nicht. Sicher nur ein nachtaktives Tierchen. Kein Grund zur Sorge. Ich weiß es nicht so recht. Hoffe, du hast recht. Ich finde es sehr, sehr cool gemacht. Siehst du das? Irgendein großes Tier. Alter. Hoffentlich, weil sonst gute Nacht. Das war einfach irgendein so ein Hirsch. Vielleicht sieht man von da oben her. Von wo? Im Gebüsch drin, oder was? Junge, ich liebe das Szenario. Das Szenario ist geil. Es ist Nacht. Es ist neblig. Ist da gerade was gewesen? Oh nein, das sah nur so aus. Es ist Nacht. Es ist düster. Es wirkt ein bisschen kalt. Es ist neblig. Oh, ich finde das geil. Das gefällt mir richtig gut. Untersuchen. Ghost Towns of the Northeast. Ah. Ups. Geisterstätte im Nordosten. Little Hope zurückerobert von der Natur. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Die Stadt florierte vielleicht einst ob der Holz- oder Bergbau. Was? Einst ob der Holz- oder Bergbauindustrie. Dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. Bei der Stadt Little Hope ist der Name Programm. Okay, ich hab gerade nicht so Lust, das zu lesen. Es handelt sich auf jeden Fall darum, dass Little Hope eine kleine Geisterstadt ist. Ne? Reden. Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ich glaube, wir sind in Gefahr. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Was lauert dort? Irgendwas Schlimmes. Wir finden einen Ausweg. Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Kein Problem. Oh, Junge. No, no, no. Was war das? Ist es noch da? Es ist nicht mehr da. Lass uns verschwinden. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Nö, nö. Alles gut. Gehen wir schnell lieber weiter. Oh, ist so atmosphärisch, ich liebe es. Das sieht halt wirklich richtig gut aus. Was ist das? Halt, stopp. Oh, okay. Ui, 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 sorry. Geschichtsverein Little Hope präsentiert die Hexe von Edmonton. Ein Drama von Woman Rowley Toss, Decker und John Ford. Aufgeführt in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope. Samstag, 17. April, 19 Uhr. Leute, es tut mir so leid. Nächste Episode, ich verspreche es euch. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Ich verspreche es euch. Nächste Episode ist die Kamera ein bisschen weiter rechts und dann lese ich die Sachen wieder gescheit durch. Könnte sein. Das kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder ein Trupp irrer Historiker? Gruselige Erscheinungen, hätte ich jetzt gesagt. Süß, wie sie schaut. Was hast du da oben gesehen? Was ist denn da? Was ist denn da los? Entschuldigung, Herr Professor, Sie können jetzt aber nicht hier so im Weg stehen. Wir haben, ich wollte gerade sagen, wir haben jemanden verloren, aber die sind einfach hinter uns.
Ja, oh, wie dunkel es wird. Warum wird es hier so dunkel? Ah, da rechts heller. Ja, ich finde es richtig gut bis jetzt, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir gut. Ui. Ui. Junge, geil gemacht, Alter. So von der Perspektive von dem kleinen Mädchen, so hinter der Schulter. Ich finde, bis jetzt ist es richtig cool gemacht. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und es war eine geile Entscheidung. Vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, wer die Person war, die es mir empfohlen hat. Aber ich habe selbst per Instagram Nachrichten auch zugeschickt bekommen. Also Instagram-DMs habe ich auch bekommen, wo drin stand, dass das Spiel spielen soll. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Bis jetzt echt cool. Da vorne ist irgendwas! Was ist da? Wo lang? Beeilen wir uns. Wie recht du hast. Oh, da schaut ist mal! Das kleine Mädchen. Hey! Halt! Stopp! Tö. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Was machen wir jetzt? Ich regle das. Ihr bleibt hier. Okay, Chef. Ich komme mit oder sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Sei bitte vorsichtig. Hey, Professor! Oh nein! Verdammt! Oh nein! Genau das haben wir auch erlebt. Ja. Was, wenn dem Prof was zustößt? Er sollte sich nicht als Held aufspielen. Er tut das Richtige. Endlich unternimmt er was. Er hat die Leitung. Endlich tut er mal das Richtige. Es hilft ihm bestimmt, dass du dir Sorgen machst. Was ist das? Du hättest gehen sollen. Ich hätte gehen sollen. Es war ein Fehler, John gehen zu lassen. Er hätte nicht allein gehen sollen. Mach dich nicht fertig. Meinst du, ihm geht's gut? Wollten sie uns schaden? Er kommt schon klar. Unsicher. Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich in Gefahr waren. Hoffe, ihm geht's gut. Das hoffe ich auch. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ja, ich auch. Wo ist der Prof? Oh. Er kommt wieder. Alles okay? Alles gut? Hab mich verirrt. Du warst gerade wie vom Nebel verschluckt. Hast du das Mädchen gesehen? Ich konnte dich sehen. Vorhin. Schon merkwürdig. Ich konnte dich nämlich nicht sehen. Deine Kleidung und Aussprache waren anders. Du sahst aus wie eine Schauspielerin in einem historischen Theaterstück. Das war bestimmt jemand anderes. Ich bin dein Lehrer. Ich kenne dich. Ich habe dein Gesicht erkannt. Wen immer du gesehen hast, ich war es nicht. Und jetzt Schluss. Du machst mir Angst. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Ja, mach doch. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Oh, doch. Nie, Bruder. nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Niemals trennen. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Taylor, du bist so dumm. Ich gehe mit John. Andrew hat recht. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. So lost. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt. Zu uns.
so lost. Dieses Trennen, wie der Prof schon sagt. Sich zu trennen ist das Dümmste, was du machen kannst. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Safe. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Ja. Jetzt spielen wir Andrew. Ja, das ist lost, muss ich ehrlich sagen. Vor allem... Ich finde Taylor irgendwie mega unfreundlich. Moment. Bis jetzt. Das Geräusch. Oh. Hey, was ist jetzt los? Junge, was machst du? Was ist da los? Danke. Junge, dieses Fahrrad. Dieses miese Fahrrad. Ist alles okay? Alles gut. Das war nur der Alte aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Das gibt... Bleibt nah beieinander. Finde Hilfe in der Stadt, finde einen Weg zurück zur Straße. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Das fand ich gerade ein bisschen lost. Warum hat er so eine Panikattacke bekommen? Oh, warte, wir können mit dir reden. Hey, was ist los? Was ist? Alles okay? Was hast du? Alles gut? Ja, danke. Es geht schon, aber irgendwas hier ist... Was wir heute erlebt haben, ist nicht leicht zu verdauen. Wir gehen alle anders damit um. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen, etwas tierischeren Trieben nachgehen. Ui, tierische Triebe. Was meinst du? Meinst du, dass sie, Werd erwachsen, Andrew. Wärst du mit Taylor unterwegs, würde es dir gleich ergehen. Mädchen mögen mich nicht. Ich glaub nicht, dass Taylor oder sonst wer sich für mich interessiert. Das stimmt einfach nicht. Du hast doch viel zu bieten. Wenn wir das hier überleben. Wir sollten zu John gehen. Ja, das Tub ist doch stehen geblieben. So geil, wie John einfach so stehen bleibt und auf uns wartet. Wir haben uns nur kurz alles über intime Sachen unterhalten. Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Danke, Bruder. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Denk mal, ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben... Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Das können wir nicht wissen. Wir wissen echt nicht, was wir gesehen haben. Nee. Finde ich auch. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Das ist anders. Das, was hier gerade passiert, ist anders als das damals. Wisch meine Worte nicht so schnell wieder vom Tisch. Ganz ruhig. Wie er gleich wieder auf Konfrontation aus ist. Herr Aggressivo. Das klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge. Was ist da?
Mich triggert es, dass er so ein dreckiges Gesicht hat. Der soll den Teufel! Warte! Okay, wir gehen also rein. Sogar wie wir seinen Herzschlag steuern. Junge, es war eine Katze. Hey, das ist der Prof- was ist? Der Professor ist echt... Da hat sich etwas bewegt. Ein kleiner Schisser. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Naja, ist eh niemand da. True. Oha, was haben wir hier? Moderne Magie und Rituale. Moderne Magie und Rituale ist die umfassendste Anleitung zur Magie der Gegenwart, im Gegensatz zu Zaubertricks für Bühnenzauberer. Dieses Buch wurde für Praktizierende geschrieben, damit diese ihr Wissen und ihre Kunst vertiefen können, beschäftigen sich mit allen Aspekten Magie und bietet den umfassenden Auswahl an Ritualen zum Üben. Okay, also das ist ein Buch, da kann man ganz viele Rituale ausüben. Fände ich persönlich auch interessant, muss ich euch ehrlich sagen, wenn ich sowas mal finden würde. Fände ich ganz cool. So ein extra Video, wo ich irgendwelche Rituale ausübe. Hätte ich Bock drauf. Was muss ich denn machen? Ah, Maus bewegen. Eine kleine Schachtel. Was ist in der Kiste drin? Oh. Okay. Jetzt wird das Ganze ganz schön spicy. Ja, gut. Können wir den mitnehmen? Steck ihn ein. 4 Kugeln. Ja, steck ihn ein. Hast du dich genug umgesehen? Gehen wir zu John. Wir sollten zu John gehen. Er hat nicht angehalten, um Vorträge zu halten. Guck mal, wir haben ja jetzt... Das ist halt so cool an dem Spiel. Wir hätten da jetzt reinlaufen können. Hätten aber den Raum auslassen können, dann hätten wir die Waffe nie gefunden. Dann hätten wir keine Waffe. Guck mal, da ist wieder so ein Zeichen. Was für ein Ort ist das? Das gibt mir richtige Blair Witch-Vibes. Ich liebe Blair Witch, so ein cooler Film. So viele Leute mögen den Film nicht, weil sie der Meinung sind, der Film ist zu langweilig. Aber ich finde Blair Witch einfach mega geil. Und John ist irgendwie übel der weirde Typ. I don't know. Ich finde John irgendwie voll komisch. Der hat es kurz gerumpelt und er ist komplett weggerannt. Wie ist er da rübergekommen? Was ist denn mit dir los? Na endlich. Genervt. Du bist ausgeflippt. Wie vorhin auf der Straße. Ist doch auch verständlich. Was zur Hölle war das da drin? Komm, es war riesig und führt zum Wüsten. Was immer es war riesig und scheißgruselig. Ehrlich? Ich bin jetzt noch gelähmt vor Angst. Und dabei war der arme John viel näher dran. Ja, wie witzig. Ich sterbe vor Lachen. Ach, jetzt komm. Bisschen Humor. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Naja. Wir haben eine Taschenlampe in der Hand und eine Waffe. Aber okay, wenn das nicht reicht, dann muss ich ja was anderes suchen. Was liegt da vorne? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas stimmt mit dem Dude nicht. Der Professor, der ist irgendwie komisch. Ich glaube, entweder er sieht mehr, als wir sehen. Gib her! Oder ich schlag das Fenster ein. Oder er weiß vielleicht, was es ist. Ich mach das. Okay.
Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Werf doch einfach. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Dadurch. Super. Treffer! Jawohl. Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Dann mal in die Polizeistation. Scheint sicher zu sein. War ganz einfach. Na also. Du bist dran. Police Department, Little Hope. Okay, Little Hope Schule. Ich wollte schon sagen, wann switchen wir denn endlich mal zu denen? Hi, wir kennen uns noch nicht. Dich habe ich noch nicht gespielt. Aber schön, dich kennenzulernen. Mit deiner Affäre, oder? Oder deine geheime Freundin. Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Ich glaube an diesen Doppelgänger-Kram. Aber wir haben ja auch dieses Foto gesehen. Ach, hier geht's nicht lang? Wie jetzt? So, einfach nur nicht so weit, okay. Oh, da vorne ist jemand auf der Straße. Habt ihr es nicht gesehen, ihr zwei? Also. Was war das? War bestimmt gar nichts. Ah, das. Da wäre ich mir nicht so sicher. Warum die Schule wohl geschlossen ist? Hm. Wahrscheinlich war hier niemand. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich mach das Schule nie. Verschwinden wir. Da ist irgendwo jemand. Da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Ganz ruhig. Kein Stress. Keiner hat uns hierher gescheucht. Wir finden einen Weg. Vor allem in so Notsituationen, da würde ich auch versuchen, hier drüber zu klettern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay. Es ist in Ordnung. Und da steht jemand an der Brücke. Was zur Hölle? Hey du, warte! Ich will mir das trotzdem kurz ansehen. Little Hope Bridge. Okay. Da sind wir gerade. Was ist hier? Okay. Ja, dann folgen wir jetzt mal diesem kleinen Mädchen. Die ist ja da lang gelaufen, also gehen wir auch mal nach rechts. Hallo, kleines Mädchen. Ui, creepy. Also da kam das Geräusch her. Oh, dieser Ort ist der Horror. Echt jetzt. So. Ei. So Spielplätze sind echt gruselig abends. Fand ich aber schon immer. Also allgemein. Creepy. So ein Spielplatz bei. Da drüben! Hallo. Hey, geht's dir gut? Wer bist du? Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ja. Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Ich hätte damit recht und so. Schrei jetzt, er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte, nein, lass mich los. Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Lass sie loslassen, sofort! Oh. Was ist jetzt passiert?
Welcher Zauber ist es? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Okay, ist interessant. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich versteh's nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Wir konnten also quasi durch die Zeit switchen. Man sieht uns aber nicht, wir sind aber da. Wie so eine Art Geist. Ist interessant. Er dachte halt, dass sie irgendwie... Ist wahrscheinlich so zur Zeit von Hexenverbrennungen und so, ne? Haben wir auch schon mitbekommen, so ein bisschen. Mit Hexen und so. Oh, da liegt was. Zurück. Was ist das? Das ist ein Foto, oder? Ja, ist es. Oh! Okay, das ist sogar ein wichtiges Bild. Ja, guck, sag ich ja, so Hexenverbrennung und... Okay. Was knirscht hier so? Wissen wir nicht. Schön, dass du da bist. Wir kommen beide hier raus. Wir haben also zwei Fotos schon in der Runde gefunden. Das eine war mit dem Busfahrer und der Pistole. Das andere war jetzt Angela, die irgendwo gefesselt wird und dann runterfällt. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Ich helf dir. Alles gut, ganz gut. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, das ist nicht mal ein echter Weg. Okay, meine Freunde. Und ich würde sagen, an dieser Stelle schauen wir uns nochmal die Sammlung und Charaktere an. Geheimnisse. Wir haben ein neues. Eine kleine handgefertigte Puppe. Sie ist beschädigt. Okay, wir haben hier neue Sachen. Daniel fordert den Priester auf, Mary loszulassen. Ja, okay. Der Fremde. Andrew sah in der Nähe der überdachten Brücke, wie Vince auf dem Fahrrad vorbeifuhr. Tieferes Verstehen. Angela war damit einverstanden, als John sich bereit erklärte, das Mädchen zu konfrontieren. Und Überlebenswerkzeug. Na, Andrew fand eine Waffe in einer alten Hütte. Mary behauptete vor dem Priester unschuldig zu sein und gab Amy die Schuld. Mhm, das haben wir auch gesehen. Verloren. Andrew dachte, dass das Mädchen, dem er und Angela begegnet waren, nichts Böses im Schilde führte. John hatte Vince angeboten. Ja gut, das haben wir schon. Okay, meine Freunde, die Bilder haben wir zwei Stück bis jetzt, von ganz schön vielen. Das war's auf jeden Fall mit der heutigen Episode von Little Hopes und Little Hope. Es hat mir mega viel Spaß gemacht wieder. Es ist ein cooles Spiel bis jetzt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt zwei Episoden gespielt und mir macht's echt Spaß. Man kriegt mich aber auch sehr leicht bei solchen Spielen mit so einem Setting, wisst ihr? Es ist dunkel, wir treiben uns im Wald rum, man läuft da rum, neblig. Immer wieder Jumpscares, gruselige Geschichte, welche wir verfolgen. Und ich finde es sehr interessant, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, wir merken ja immer wieder, dass wir irgendwie in die Zeit zurückreisen können und dann immer wieder so alte Ereignisse erleben, was halt damals passiert ist. Und offensichtlich ging es um die Hexenjagd. Und ich bin sehr gespannt, wie es in der nächsten Episode weitergeht. Das erfahren wir dann nächsten Montag um 17:30 Uhr.
natürlich hier auf meinem Kanal. Mit dem dritten Teil von Little Hope oder Little Hopes. Hat es am Schluss ein S oder kein S? Ach, wie auch immer. Es ist ein cooles Spiel bis jetzt, gefällt mir sehr. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich wieder sehr gerne dem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar da lassen. Und falls ihr den Kanal natürlich noch nicht abonniert habt, könnt ihr auch sehr gerne ein Abo da lassen. Denn ihr wisst ja, das hilft dem Kanal und dem Algorithmus. Und muss ich euch ja nicht sagen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für alles. Ich liebe euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle natürlich wieder wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und das wären Alina Eisentraut, Andy1323, Bibi Spooky Gamer Girl, BK201, Crow Rena, Major Kai, Patrick und Jenny 2017, Pyro Jan 95, Rexy TV, Saskia Pfeiffer, Sodi 92, Anna, Sonner Ü mit Chakir, Tonbi 27, Jakobi, Verena Alberer, Yvonne, Aliokto, Angelina R., ASMR Ruby, Babsi Butterfly, Billy Moranis, Claudia Stetter, Daniel, Daria, Ella Enger, Fabienne Janitza Würsching, Giuseppe Corrado, Go Hard, Yannick Peters, Jenny Doe, Joanne M., Joel Schnell, Kai, Kassi, Kilian, Kim S., KK 1987, Q-Rap-Car, Lil Peep Part 1, Madia Ahmed, Mandy 172, Marcel Mitrovic, Markus Pyrasch, Markus Hübner, Matthias HM, Maximilian Hanke, Maya 5000, Michael, Mira Jane, NecroV1, Nini, NWSHTZ, Passi, Pauline T, Philipp Release, Sangys Angelus, Sina Beck, Cindy Waschke, Strubbelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Thiago Fernandes, Xenia und Zephyrau, VTuber. An dieser Stelle natürlich wieder vielen, vielen Dank für euren Support.